Test 1, 2. Ja, hallo ihr lieben YouTube-Freunde. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video, wo es mal wieder darum geht, Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses genauer unter die Lupe zu nehmen. Und heute mal ein Use Case eines Unternehmers an der Spitze 80 Consultants. Also hier geht es um einen IT-Consultant. Die haben insbesondere Consulting gemacht, also Beratung, aber auch Entwicklung. Und dieses Unternehmen, also der Unternehmer, mit dem ich mich gerade eben über eine Stunde lang unterhalten habe, er will jetzt namentlich nicht genannt werden. Ich habe ihn auch versucht zu überreden, ein YouTube-Video mit mir zu machen. Habe ich beim ersten Mal nicht geschafft, aber da kommen wir vielleicht noch eines Tages hin. Aber ich habe ihn zumindest jetzt mal für eine weitere Folge, eine Folge 2 unseres Gesprächs. Ich durfte mir Notizen schon mal machen, das in meinen YouTube-Videos verwenden. Die Zusage habe ich schon mal von ihm. Und beim nächsten Mal darf ich sogar seine Stimme aufnehmen für sowas wie einen Podcast, beziehungsweise solange ich auch YouTube-Videos, solange ich sein Bild nicht zeige und seinen Namen nicht nenne. Und da sind wir auch schon gleich mitten im Thema. Denn da draußen kursieren ja Unmengen mittlerweile an Material. Ne? Und logischerweise sind halt viele, jung wie alt, klein wie groß, unfassbar verwirrt, weil einfach diese Informationsflut, ja, komplett sie aus dem Fokus bringt und sie auch nicht mehr teilweise unterscheiden können, weil sie es einfach nicht können, nicht wissen, was ist jetzt denn wirklich solide, was bringt mich weiter, welcher Coach, Berater, welcher Vertriebler, welche Lead-Agentur etc. pp. Und ich meine, das ist wieder so ein gutes Beispiel, dieser IT-Experte, ja, der also schon etwas älter ist, auch älter wie ich zum Beispiel, und der über 20 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut hat und dann einen erfolgreichen Exit hingelegt hat an ein anderes, größeres Unternehmen in der Schweiz und jetzt letztendlich trotzdem natürlich immer noch weiterarbeitet, weil er einfach das liebt, was er tut, der könnte sicherlich zum Arbeiten aufhören. Was ich damit sagen will, diejenigen, die wirklich sehr erfolgreich sind, die Unternehmer, ja, die Top-Berater, die Top-IT-Leute, ja, die Geschäftsführer, die wirklich erfolgreich in Exit hingelegt haben oder vielleicht sogar schon mehrere Exits, die dann letztendlich als Konsequenz daraus häufig, auch sehr häufig, über Geld überhaupt gar nicht sehr gerne reden beziehungsweise definitiv nicht ihren Namen nennen wollen beziehungsweise eigentlich so gut, so unbekannt wie möglich bleiben wollen, also im Mainstream oder im Internet oder sonstiges. Ja? Das sind so die richtigen, sagen, normalerweise das ist der normale Case eigentlich. Ja? Die, die so rumschreien und mit ihren sechsstellig, siebenstellig und achtstellig und diesen das und so weiter, ja, die sind halt häufig halt im Marketing verhaftet und es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die wollen gar nicht, dass man weiß, wie erfolgreich sie wirklich sind. Ja, das will ich damit nochmal gesagt haben. Also im Umkehrschluss immer sehr vorsichtig sein mit denjenigen, die quasi rausgehen mit ihren achtstelligen und neunstelligen und was weiß ich, was sie da irgendwie was da rumposaunen, immer genau betrachten. Also letztendlich habe ich mir ein paar Sachen notiert und die letztendlich auch von der Realität einfach auch sprechen. Natürlich immer durch die Brille betrachtet desjenigen, der seine eigene Realität erzählt. Ne? Jeder von uns hat so seine Bubble, aber es ist schon eine wirklich langejährige Erfahrung, die man hier von der man profitieren kann. Und ich habe da wirklich jedes Wort, was die Person erzählt hat, aufgesogen, ja, und vieles damit auch abgleichen können, was aus meiner eigenen Erfahrung ist und auch Erfahrungen mit anderen Kunden, die ich schon gemacht habe. Letztendlich sind wir auch, ich meine, ich habe mir 4-5 Seiten Notizen gemacht und ja, aber ich möchte einfach hier in diesem Video mal ein paar Punkte nur heraus, nicht alles auf einmal geben. Letztendlich das Thema Vertrieb. Ne? Also wie sieht es denn wirklich aus in so einer IT-Beratung? Und letztendlich ist das Geschäftsmodell der IT-Beratung, die sehr stark auf Personen fokussiert ist. Also wenn letztendlich Personen verkauft, es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Ne? Du verkaufst Personen oder du verkaufst Werkzeuge. Werkzeuge sind letztendlich, kann ein Stück Software sein, können aber auch Menschen sein, aber das ist dann letztendlich ein Commodity-Geschäft, ne? Was ja auch der Michael Franke von der Jampisoft immer so schön als Commodity-Geschäft bezeichnet. Also entweder Personen oder Werkzeuge. Personen ist dann letztendlich
ein anderes Geschäft. Ja, hier verkaufst du letztendlich die Person. Da kannst du zum Beispiel auch nicht sagen, okay, ich habe irgendwie ein Offshore in Pakistan oder sowas. Das funktioniert dann eher nicht. Du kannst aber beides miteinander verknüpfen. Ja, auch da waren wir sozusagen, hatten wir Konsens. Es gab also ganz viele Konsensbereiche und dann gab es auch ein paar Sachen, da habe ich dazugelernt. Es gab aber auch vielleicht ein paar Sachen, da hatte ich vielleicht auch mal eine Idee, wo neu zu meinem Gesprächspartner war. Wie gesagt, den Namen nenne ich ja nicht. Aber ihr könnt mir wirklich glauben, das Gespräch hat stattgefunden. Ja. Und eine Sache, die mir dabei wirklich aufgefallen ist, ist dieser ganz große Unterschied von, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber dieses Verständnis von Business to Business. Also es gibt ja viele Coaches und was weiß ich da draußen, die immer sagen, ja, und meine Methoden, das ist alles quasi Allzweckwaffen sind das und Marketing und dies und das und jenes und was auch immer. Egal ob B2C oder B2B, ne, diesen Spruch höre ich da zigtausendmal schon gehört. Ne, egal ob B2C oder B2B. Ja. Und da waren wir uns einig in diesem Gespräch und wir reden ja, wie gesagt, von jemandem, der hat einen erfolgreichen Exit hingelegt mit über 80 IT-Beratern. Das B2B völlig was anderes ist wie B2C, ja, und dass auch der Vertrieb dort ganz anders funktioniert. Insbesondere in diesem Personengeschäft. Ja, und damit meine ich jetzt Personengeschäft, wenn du jetzt IT-Berater oder IT-Entwickler verkaufst, ist völlig egal. Es ist jedes Mal das gleiche Modell. Ja. Anders ist es dann, wenn du zum Beispiel einfach Software, ein Stück Software verkaufst. Ne? Dann hast du quasi wieder diesen Werkzeuge. Ne? Und in dem Bereich letztendlich, und da sind wir dann auch zum Konsens gekommen, dass sogar B2B das völlig falsche Wort ist. Also es ist eigentlich im Grunde gar nicht B2C. Ich kürze es jetzt mal ab. Wie gesagt, wir haben uns über eine Stunde unterhalten, davon knapp eine halbe Stunde nur zum Thema Vertrieb. Eigentlich geht es um C2C. Achtung, aufgepasst. Was bedeutet denn das jetzt letztendlich? Consumer zu Consumer. Ne? Es werden zwar Gelder von einer Firma zur anderen verschoben, ne? Und dann letztendlich Verträge gemacht. Aber unterm Strich geht es immer darum, dass eine Person das Problem einer anderen Person löst. Ja, also es geht nicht mal um B2C, es geht auch nicht um B2B, sondern es geht letztendlich um C2C. Ja, eine unfassbar wichtige Konsens, jetzt fehlt mir das Wort, kann passieren, bin überarbeitet, da fehlen mir einfach ab und zu Worte. Aber was meinen wir damit? In den allerhäufigsten Fällen, wenn du in dem B2B, also wir sind jetzt quasi Enterprise, ne, gehobener Mittelstand und Konzernebene, wenn du dort Lösungen verkaufst, also IT-Beratung, Softwareentwicklung und so weiter, dann geht es letztendlich immer nur darum, ich kürze es jetzt ab, ich fasse es zusammen, ne, es geht jetzt letztendlich immer nur darum, dir die Frage zu stellen im Vertrieb, was muss ich tun, damit mein Entscheider, mein Gegenüber, mein Kontakt dort, mein Bezugsperson, der mir quasi diese Lösung abkauft, die nächste Beförderung möglichst schnell erhält. Ja? Also, wie gesagt, ist schon ein bisschen spät, wir haben jetzt quasi 7:30 abends und ich habe schon ein paar Calls hinter mir. Vielleicht sollte ich das ganze Video nochmal machen, alles nochmal runterschreiben, aber es ist gerade noch frisch in meinem Kopf. Und ich wollte jetzt einfach auch nicht damit warten, das quasi euch daran teilhaben zu lassen. Das ist nämlich eine Erkenntnis, jetzt habe ich das Wort wieder, eine Konsenserkenntnis. Ja? Und klar ist es mir nicht neu und ich sage das ja auch permanent in meinen Videos, aber nochmal so deutlich zu hören aus dem Munde einer Person, der quasi eine IT-Beratung auch mit aufgebaut hat, ja, als Geschäftsführer und Partner, ja, von in der Spitze 80 Personen, von Grund auf, also von null Mitarbeiter bis 80 Personen, ja, der Sachen sagt wie, du kannst eine Beratung, die Personengeschäft hat, nicht schnell skalieren. Du kannst nicht von 20 auf 40 Personen innerhalb von drei Monaten skalieren. Das sind alles Schmäh.
Das sind alles irgendwelche komischen Coachings mit Massencoaching, One-to-Many, dies, das, jenes und so weiter. Das ist alles gut, aber das hat mit dieser echten IT-Beratung, dieser echten, dem Geschäftsmodell personenbezogene IT-Beratung, personenbezogene Softwareentwicklung, egal ob Standard oder individuell, nichts zu tun. Da kannst du nur 10, 15, 20, an der Spitze maximal 30% im Jahr wachsen. Ist faktisch nicht möglich. Warum? Weil sich das, was neu dazukommt, am Kern assimilieren muss und nicht umgekehrt. Wenn du jetzt den Kern hast von, sagen wir mal, 20 Einheiten und du willst jetzt hier 300% wachsen im Jahr, dann hast du ja letztendlich 60 Einheiten, die dazukommen, die sich am Kern von 20 Einheiten assimilieren sollen müssen. Und das ist eigentlich quasi undenkbar. Ja? In der Realität. Wir reden hier halt einfach von der Realität, ne? Von diesen Art von Geschäftsmodellen. Es mag wohl sein, dass wenn man irgendwie so Coachings hat, wo man dann letztendlich 200 Leute in einem Call drin hat, und da sitzt dann eine Person, die ist irgendwie 25 Jahre alt, und dann schleust die irgendwie von den 200 Leuten, haben irgendwie 100 Leute eine Frage, und dann kommen irgendwie 20 dran, und der 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. muss 1,5 Stunden im Call warten, bis er seine Frage stellen darf. Da wird irgendwie das Handy hochgehalten, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, dir die Frage zu stellen. Und insgesamt haben wir 10 Minuten Zeit, dass ich dir die Frage beantworte. Ja, habe ich auch bei Final Freelancing dann erfahren und auch anderen Calls, Baulig und wie sie alle heißen. Von diesem Zeug rede ich ja nicht. Ich rede hier vom echten IT-Consulting. Ne? Also sowas wie Accenture, PricewaterhouseCoopers, KPMG, halt nur im Kleinen. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel einer bist, und das sind ja eben insbesondere diejenigen, die bei mir aufschlagen, bei mir Anfragen stellen, wenn du Freelancer bist noch oder noch am Anfang bist, ein Partner hast schon oder auch ein Freelancer oder auch vielleicht schon ein, zwei Angestellte und willst dann einfach auch mal so eine Firma hochskalieren auf 80 Personen, dann solltest du eben auch auf Leute hören, die das schon mal gemacht haben. Ja, beziehungsweise Leute, die mit solchen Leuten zusammengearbeitet haben, ja, viele, viele Jahre. Ja? Und nicht irgendwelche anderen Modelle, und dir dann irgendwie da super teure Coachings kaufen und die reden ja von ganz anderen Dingen. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist ganz wichtig. Ohne zu sagen, das ist schlecht, das ist gut oder irgendwas, sondern du willst ein ganz bestimmtes Ziel erreichen, dann musst du halt auch mit den Leuten, die das genau dieses Ziel einfach schon mal erreicht haben oder schon mehrere Male, beziehungsweise immer aus der Ecke kommen, banal ausgedrückt, eben dann auch quasi zusammenarbeiten, nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Weil ich immer wieder auch Leute, die bei mir anfragen, die haben halt irgendwelche Sachen gekauft und Coaching und irgendwelche, keine Ahnung, Facebook-Agenturen und was weiß ich, alles für einen Schmäh. Und die aber quasi mit diesem ganz spezifischen Geschäft ja, eigentlich noch sehr wenig Berührungspunkte hatten. Geschweige denn mal 20 Jahre. Die sind ja teilweise nicht mal 20 Jahre alt. Ja, diese. Naja, okay. Und letztendlich geht es halt darum, nicht nur, dass du, machen wir weiterhin in dem Thema Vertrieb, die Probleme dieser Personen löst. Ne? Sozusagen jeder dieser Personen, sei es jetzt ein Teilbereichsaufsichtsrat oder ein Zentralaufsichtsrat, egal wer es ist oder ein Bereichsleiter, egal was, eigentlich haben die immer nur die nächste Beförderung im Kopf. Ne? Haben ein persönliches Ziel und das verfolgen sie. Es geht nie um die Firma als solches. Ne? Und dieses Verständnis zu haben, ne? Haben viele nicht. Ne? Also du musst eben genau diese persönlichen Ziele herausfinden. Und jetzt kommt das Nächste. Es ist häufig, wird es dir nicht upfront, ganz besonders nicht, wenn du die noch nicht so gut kennst, kommuniziert. Das heißt, jetzt musst du vertriebliche Skills anwenden, weit gefehlt von Einwandbehandlung. Hier geht es einfach nur darum, die Leute zuzuhören und zwischen den Zeilen, was ich immer sage, zwischen den Zeilen lesen, denn da liegt die Wahrheit. Ja, das ist ungefähr so, wenn du jetzt an der Bar eine hübsche Blondine siehst und du gehst zu der Blondine hin und willst jetzt abchecken, ist die schon verheiratet, hat die Kinderwunsch, na, würde das so zu mir passen? Dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, ich wäre dafür, dass man es so macht, aber es ist halt in Deutschland garantiert nicht so. Ah, grüß dich, servus, du gefällst mir. Genau meine Kragenweite. By the way,
Ich würde meine Frau wünschen, die mindestens 3 Kinder will. Wie sieht es da bei dir aus? Sagst du ja auch nicht. Sondern du musst Fragen stellen, die ganz andere Fragen sind, um aber letztendlich Antworten zu erhalten, die du dann sozusagen zwischen den Zeilen lesend interpretieren kannst, in der Art und Weise, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du herausfinden könntest, ob sie Kinderwunsch hat oder nicht, ob sie einen Mann hat oder nicht, ob sie glücklich ist oder nicht, etc. etc. Ne? Und genauso ist es da eben häufig auch. Und das ist letztendlich eher so eine, wie so zwei Diplomaten, die sich treffen irgendwo heimlich im Hotel, in der Hotelbar, und sie dürfen eigentlich konkret manche Dinge nicht ansprechen, und jeder versucht halt den anderen sozusagen was zu kommunizieren, was er eigentlich gar nicht kommunizieren darf. Und gleich, verstehst du, was ich meine? Das ist im Grunde im Kern eine der wichtigsten Fähigkeiten in dem Vertrieb, in diesem Enterprise-Markt. Ja? Verstehst du? Es geht gar nicht so sehr um diese ganzen... Verkaufskurse und Zeug und so weiter, ne? wo es immer nur darum geht, ja, wie präsentiere ich mich, wie ist meine Rhetorik, wie ist mein Tonfall und dies und das und jenes und so weiter. Das ist auch alles super schön und gut und wichtig, und ich bin da auch immer wieder dabei, mich da weiterzubilden und so, macht ja auch Spaß. Aber über diese Dinge habe ich dann noch sehr wenig gehört auf diesen ganzen Plattformen und so weiter. Als wenn jetzt natürlich irgendwie so ein Dekreuter-Mitarbeiter hier jetzt gerade zuschaut, dann wird er wahrscheinlich das sozusagen sofort in die nächste Online-Kurs-Idee mit aufnehmen, ja, weil sie dann natürlich viel mehr Budget haben wie ich, werden sie dann da Werbung machen, und dann weiß es auch wieder jeder. Aber ich sage mal, scheiß drauf, ne? aber was ich halt mal, wie gesagt, ich will jetzt auch das Video beenden, weil ich habe jetzt echt Hunger und ich will jetzt auch mal Schluss machen. Aber was ich halt immer wieder sehe, ist halt dieses, ja, und so geht Online-Marketing, ne? Und so geht Online und so geht Vertrieb und so geht Verkaufen und so geht Rhetorik, und es ist völlig egal, ob das B2C ist oder B2B. Scheiß auf B2B, scheiß auf B2C. Es geht um C2C, ne? In dem, was wir machen für unsere Kunden. Ne? Das ist vielleicht schon mal ein gutes Ding zum Mitnehmen hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich mal sagen, weil ich mache halt Schluss. Ich habe keinen Bock mehr. Bis dahin, der Thomas Klein. Ciao.